Hallo, hier ist Jasmin von Hase Production. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja in der Überschrift gelesen. Mal wieder ein neues Food-Diary von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und melde mich gleich nochmal. Guten Morgen! Jetzt hätte ich fast vergessen zu filmen. Ich habe mir heute mal einen Toast gemacht mit Krabbensalat in Knoblauchsoße. Ich weiß schon, zum Frühstück, da werden jetzt ganz viele sagen, ich mag das aber ganz gerne. Und dazu einen Kaffee mit Hafermilch. Okay, das wär's dann erstmal. Mittagessen. Heute gibt es mal Milchreis. Der Reis in Hafermilch gekocht und ein paar Erdbeeren dazu. Ja. Jaden isst es mit Zimt und Zucker. Und mein Mann auch. Also dann, bis später. Jetzt. So, ihr wisst ja, Hackfleisch, Schlauchsuppe sieht nie besonders gut aus. Und ihr wisst aber auch, das ist etwas, was wir leidenschaftlich gerne essen. Und da kriegt ihr trotzdem die Bilder, die nicht so schön ausschauen. Aber ihr wisst ja, ich bin ehrlich und das essen wir. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich wieder auf meinem Shake-Trip. Gerstengras, Banane und Kurkuma. Ja, ihr kennt ihn ja mittlerweile. Ich mag ihn einfach gerne und er gibt mir halt einfach die Power für den Tag, die ich brauche. Also dann. Mittagessen! Ja, was soll es heute anderes geben als die Reste von gestern? Unsere leckere Lauch-Hackfleischsuppe. Ja, da stürze ich mich jetzt drauf. Ich freue mich heute wieder drauf. Also, bis später. Abendessen. Heute gibt es italienische Pfannkuchen und dazu einen Salat aus Chinakohl und Feldsalat. Ja, dann lassen wir uns das mal schmecken und wir hören uns morgen früh wieder. Was soll ich sagen? Ich habe mal wieder vergessen, meinen Essensfilm. Die Reste von gestern, italienische Pfannkuchen. Ja, so kann es gehen, wenn man mit dem Kind und sonst was alles beschäftigt ist und meint, man kann mehrere Sachen auf einmal machen. Aber ich habe wenigstens noch dran gedacht. Also bis später. Nehmen wir mal nicht ganz. Heute mal ganz ungesund zum Abendessen, selbstgemachte Veggie-Burger und Pommes und jeder belegt sich, was er mag. Wir hören uns morgen früh wieder. Danke. Guten Morgen. Heute esse ich ein Toastbrot mit Fleischsalat und einen Kaffee. Ja, das reicht mir dann. Also bis zum Mittagessen. Mittagessen. Heute habe ich Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck gemacht und ein paar Spaghetti-Nester. Ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Abendessenszeit. Heute gibt es mal ganz einfache Schinkennudeln mit ein bisschen Käse drin und einen Salat. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, das Salatdressing drauf zu tun. Also dann im Salat ist Eisbergsalat drin, Gurke, Paprika und Radieschen. Und das Dressing ist einfach nur ein Kräuterdressing. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Guten Morgen. Also, mein Sohn hat mir schönes Frühstück hergerichtet aus seiner Küche. Ein Stück Holztoastbrot mit Gurke. Und das ist das Frühstück von meinem Mann, was er gemacht hat. Auch ein Holztoastbrot mit Bacon und Käse. Da seht ihr mal, wie der Kleine schon weiß, was wir beide jeweils am liebsten essen. Und dazu gibt es dann einen Kaffee. Also, bis später. Abendessen. Heute gibt es mal was ganz was Feines, nämlich Rinderhüftsteaks mit Pommes und einen Salat. Das ist Eisbergsalat und Chinakohl mit Joghurtdressing. Mein Mann mag es lieber durchgebraten haben. Ich mag es, deswegen schneide ich es euch jetzt nicht an, fast roh. Und der Kleine hat halt seine Dinos und auch natürlich Pommes. Und dazu dann Ketchup und Mayo und Chipotle-Soße und Knoblauchsoße, alles, was das Herz begehrt. Das war jetzt das letzte Essen.
Und ich wünsche euch noch viel Spaß für den Rest der Woche. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr gesehen habt, mal mehr, mal weniger zu essen. Mal gesund, mal sehr ungesund. Wie es halt bei mir so ist. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich enthalte euch nichts vor, was ich esse. Dichte nichts dazu. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ach ja, wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, es wäre schön, wenn ihr das auch noch machen würdet. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Also dann, tschüss!